So, endlich ist es soweit. Nach unzähligen Entwicklungsstunden entsteht der erste Prototyp. Natürlich entsteht die ganze Entwicklungsarbeit des Schlittens am Computer. Dann werden die einzelnen Teile, die einzelnen Lagen, computergesteuert mit einem Laser ausgeschnitten. Die Mitarbeiterin legt jetzt die Schnitte, die was vom Cutter gekommen sind, laut Laminatbuch jetzt in der richtigen Reihenfolge ein. Danach ist es eigentlich nur noch reine Handarbeit. Die einzelnen Lagen werden in die Form gelegt und der ganze Schlitten kommt danach in einen Vakuumsack. In einer Druckkammer werden die ganzen Lagen förmlich zusammengebacken. Cool, oder? Ja? Hätte doch quer mal die Mongolei.